Okay, ich gucke mir gerade dieses Bild nochmal an und das ist echt einfach nur creepy. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist mein Knie übrigens. Ja, wunderschön. Heute mache ich mal wieder etwas, was ich bisher, glaube ich, nur ein oder zwei Mal bisher gemacht habe. Und zwar werde ich eure Kommentare kommentieren. Normale Haltung meiner Hände, nicht wundern. Ich bin nicht mal 5 Minuten am Drehen und mein Fuß ist direkt einfach eingeschlafen. Los geht's! Ich habe hier schon meinen Laptop vorbereitet und ein paar Kommentare rausgesucht. Der erste Kommentar steht unter diesem Video und zwar schreibt H.C. Spucke. Man merkt einfach, dass du wegen der Promotung der App dieses Video gemacht hast. Wäre eine Zusammenarbeit in diesem Video drin gewesen mit einer App, würde das immer drin stehen. Ich könnte mich glücklich schätzen, wenn es eine Zusammenarbeit gewesen wäre, aber es war leider keine, weil keine Bearbeitungs-App mit mir zusammenarbeiten will. Ich wette, bei diesem Kommentar bekommen wir keine 100 Likes. Ihr Kommentar hat ein Like. Aber Feli, stay strong. Ich habe deinen Kommentar auch noch geliked und vielleicht liken ja die anderen hier auch noch deinen Kommentar. Keep going, don't give up your hope and don't give up. Yes. Love is in the air, Luft erfrischer her. Und ich weiß nicht wieso, aber ich finde solche Kommentare witziger, als ich sie eigentlich witzig finden sollte. Okay, machen wir weiter. Tschüss. Perfektes Bild, sei einfach perfekt wie Shanti. Danke. Unter diesem Video mit Ishtar schreibt Emily Logo, seid ihr zusammen oder what? Emily, ich kann diese Question von dir noch nicht ganz beantworten, deswegen werde ich jetzt direkt mal Ishtar asken und fragen, ob wir together sind und vielleicht will sie ja mit ihrem Freund upbreaken, damit sie dann mit mir together sein kann und ja, wäre nice, wenn du diese Question von Emily mal darauf replyen könntest, damit wir alle eine Antwort haben und wissen, ob wir zusammen sind oder what. Danke. Nur kurz das Update, ich habe gerade von Ishtar die Antwort bekommen und sie sagt... Und ja, wir sind wirklich zusammen, oder what? Wow, da habt ihr den Beweis. Dieser Moment, wenn die Nachstellungen besser aussehen als das Original. Dann heißt du Ishtar und Shanti! Das sind die Gummibären. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wieso ich diesen Song angemacht habe, aber irgendwie habe ich ihn gerade gefühlt. Ein User, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Dessen Namen man nicht nennen darf. Shanti, ich habe dich heute um 14.15 Uhr im Hauptbahnhof Hamburg gesehen. Ja, und das hat mich ein bisschen verstört, weil ich nicht wusste, dass ich vor 3 Wochen um 14.15 Uhr im Hauptbahnhof Hamburg gewesen bin. Vielleicht habe ich einen Doppelgänger. Unter diesem Video schreibt Vali, sieht aus wie ein Brustimplantat. Und ich muss sagen, Vali hatte zu 100% recht, weil, das, was ich in dem Video gemacht habe, sah wirklich ein bisschen aus wie ein Brustimplantat. Hier mal ein kurzes Bild davon. Also, ja, falls ihr euch eure Brüste vergrößern wollt, dann macht einfach diesen Kuchen, den ich euch da gezeigt habe und schneidet eure... Oh mein Gott, oh, allein wenn ich das schon sage, tut es weh. Nein, ich kann diesen Satz nicht vollenden. Shanti, Raindrop. Ich, Droptop. Put a hot in the hotbox. Bam, Uchi. Make an other Uchi. Wie ich Songtexte singe. Rosa Marie schreibt, 3:38, wo ist der zweite Arm? Ich habe euch in diesem Video, wo der Kommentar drunter stand, alte Kinderfotos von mir gezeigt und ich bin dann auf diese Minute gegangen und ich habe mich selbst mega erschrocken, weil, ich zeige euch das Foto, ich einfach keinen zweiten Arm habe. Wo ist der Arm? Habe ich etwa so gemacht? Mein Ärmel geht bis hier und da kommt einfach kein Arm raus. Vielleicht hatte ich als kleines Kind einfach keinen zweiten Arm und mir wurde irgendwas in den Kopf gespritzt, damit ich das vergesse und dann wurde mir einfach ein Arm dran gemacht und einer von diesen beiden Armen ist jetzt fake. Welcher sieht faker aus? Was sagt ihr? Mama, Papa, ist dieser Arm echt oder ist er unecht? Sagt es mir. Okay, ich gucke mir gerade dieses Bild nochmal an und das ist echt einfach nur creepy. Wo ist mein Arm hier? Wo ist der? Okay, wahrscheinlich ist er einfach hinter meinem Rücken, aber ich versuche das gerade ein bisschen zu dramatisieren. Versteht ihr? Ja. Mein kleiner Bruder, in Klammern 6, kam gerade in mein Zimmer und meinte bei dem Bild 3:26, die sieht aber süß aus. Und jetzt zeige ich euch mal das Bild, welches bei Minute 3:26 kam. Ja, also ich kann deinem Bruder nur zustimmen, ich finde mich da auch super süß. Sarah fragt mich, hast du deine Haut aufhellen lassen? Sarah, nein, das habe ich nicht, aber ich meine, schau mal bei YouTube, da gibt es bestimmt irgendwelche Hacks, wie man mit Zitrone und Backpulver seine Haut
auffällen lassen kann. Lass uns herausfinden, wie schwer Shanti ist. Ein Like, ein Kilogramm. Und der Kommentar hat ganze, wartet es ab, 2 Likes. Ich glaube, dann wäre ich leicht untergewichtig. Dann bin ich mal auf mein Wahrheit- oder Pflichtvideo mit Sammy gegangen und die meiste Zeit ging es nur um eine Sache. Und zwar schreibt zum Beispiel Luna Bay, voll abgelenkt von ihrem Ausschnitt und ich bin ein Mädchen. Und deshalb einfach 900 Daumen hoch. Eigentlich schaut man dauerhaft auf ihre Brüste. Shanti, dein Ausschnitt. Herzchen, erschrockener Smiley und nicht definierbarer Smiley. Und Somebody hat da meine Gedanken, also wirklich Somebody, der heißt auf YouTube Somebody und das hat gerade ganz gut in meinen Satz gepasst, deswegen, ja. Somebody hat geschrieben, Hauptsache die Hälfte der Kommentare handelt von Shantys Brüsten oder ihrem BH. Und das waren so ungefähr meine Gedanken, als ich die Kommentare gelesen habe. Also danke, dass du sie für mich ausgesprochen hast. In dem gleichen Video wurde die Frage gestellt, was euer Lieblingskörperteil bei euch ist. Und das Jettchen schreibt, Lieblingskörperteil sind sowas von safe Brüste. Geben einem irgendwie immer Sicherheit und Wärme. Aber ich glaube, du bist damit nicht ganz alleine. Also jeder, bei dem das Lieblingskörperteil auch Brüste sind, weil sie einfach so schön weiche, kleine Trampolinkissen an einem Körper dran sind, der schreibt das jetzt mal in die Kommentare, damit sich Jettchen nicht mehr so creepy fühlt. Emre schreibt, ich mag meine Haare. Das ist schön zu hören, Emre. FR33ZLP schreibt, ich lächle die ganze Zeit mit. Und so einen Kommentar wollte ich auch mal mit reinnehmen, weil es mich immer mega freut, wenn ich sowas lese. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass jemand das Video schaut und einfach die ganze Zeit ein Lächeln auf dem Gesicht hat. Man sieht deine Bussen. Was sind Bussen? Shantitan, ich kenne dich, in Klammern persönlich. Shantys Gesang Made My Day. Ich kann euch auch nochmal den Ausschnitt kurz einfügen, wo ich gesungen habe in dem Video. Ich fliege! Jack, ich fliege! Dankeschön, danke, danke, danke. Unter dem Video, in dem mich Marvin geschminkt hat, schreibt Kyra, warum schminkt er sich? Das kann ich dir beantworten, Kyra, weil Schminken Spaß macht? Keine Ahnung, aber ich finde sie gar nicht hübsch, mit oder ohne Schminke. Okay Leute, Ele findet mich nicht hübsch, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Ich muss aufhören. Unter meinem Video, in dem ich euch Rezepte mit nur 2 Zutaten gezeigt habe, schreibt Takeshi, Kakao mich mit nur 2 Zutaten. Kakao und Milch. Lasst es euch schmecken. Danke für das Rezept und dass du es mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Esma schreibt unter dem gleichen Video, ich habe für euch ein Rezept und ihr braucht nur eine Zutat. Passt auf, ihr braucht einen Teller und einen Löffel und ihr löffelt das Nutella-Glas, bis es leer ist. Danke Esma für diese Erkenntnis. Und ich habe gedacht, ich klaue einfach Esmas Idee und mache daraus jetzt ein Tutorial für euch. Und zwar braucht ihr einmal Nutella, fokussiert das? Ja. Und einen Löffel, kann auch euer Finger sein eigentlich. Ja, also ihr nehmt es dann und... Ich mag Ovomaltine. Und ich habe voll die gute Idee gehabt und habe mir gedacht, ich wandle einfach das Rezept von Esma um und zeige euch das gleiche Rezept nochmal mit Ovomaltine und zeige euch einfach, wie wandelbar das ist. Okay, also mein Fazit ist, das Rezept funktioniert mit Nutella, aber auch mit Ovomaltine. Nicht der, die oder das Nutella, sondern mein Nutella. Endlich habe ich die Antwort auf die Frage, welchen Artikel Nutella eigentlich hat und es macht auch noch Sinn. So Leute, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Ihr dürft mich auf jeden Fall nicht immer zu ernst nehmen, weil meistens kommt auf meinem Mund nur Müll raus. Aber ich hoffe, dass es euch gefallen hat und falls ihr im nächsten Video dabei sein wollt, dann kommentiert einfach die nächsten Videos fleißig und vielleicht landet ihr ja auch mal in einem Kommentare kommentieren Video. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.